Ja, es wird langsam besser mit der Steuerung. Jetzt geht's wieder. Ja, man braucht halt so eine Zeit, bis man sich wieder dran gewöhnt hat, ja. Ja. Ja, es wird noch ein bisschen, da kommt eine Decke gleich, die du kippen musst. Gut, das geht ja dann relativ einfach. Wie sieht denn das bei dir da drüben aus? Wo denn? Bei mir? Voll bist du noch, ja. Ja, ja. Hallo. Ja, ich hab schon. Ich mach schnell rüber und guck danach. Sauber. Oh, der Erdbeer ist weg. Geil. Och, Gott sei Dank. Na, endlich. Haben die Hilfsarbeiter doch mal was gemacht. Eieiei. Naja, alles besser als baggern. Sie ist auch wieder hier. Grüße, Passi. Ihr müsst die Dinger hier rausfahren, weil da muss was drauf. Die, Mopeds. Er macht einfach zurücksetzen, da muss ich keiner durchquälen. Junge! Moin Marisa, grüß dich! Mensch, hätten das hier so schön gegossen. Ja, ne? Wir sind da super. Sehr hervorragend. Ach ja, das ist ja der Keller. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier der Ausgang? Scheiße. Passi, Marisa, alles super bei euch. Doch, Valetta. Genau ich. Oh, Passi, danke schön für das verschenkte Sub an Marisa. Vielen, vielen Dank. So ein süßer Freund. So einen Freund will ich auch haben. Dankeschön.
werbefrei genießen. Ja, alles gut. Ah, das freut mich. Das freut mich zu hören, zu lesen. Ach, hier, doch, hier ist auch ein Eingang. Ach, guck. Toll. Das ist eigentlich die Hochzeit, Passi. Wir hupen ja. Ach da. Niemals, das war bestimmt Eggy und du heimst die Lorbeeren ein. Ja, sicher. Das ist die Macht auf der Mauer, ja, das ist aber. Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ein dicker Mann. Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ein dicker Mann. Ganz dünner, ganz dünn, hier darauf zu kommen. Nein! Ich bin zu dick, ich komme nicht rauf. Ja, gute Frage, denk mal so in 2-3 Jahren. Ja, weißt Bescheid, Community wird komplett eingeladen, ja? Oh, sehr gut. Der Himmel sieht schon geil aus. Bisschen übertrieben, aber okay. Gar nicht, sagt sie. Gar nicht. Man wird geheiratet, gar nicht. Jawohl. Er sagt Kippen kaufen. Kippen kaufen und nicht wiederkommen, meinst du jetzt, oder was? Ja. Also einer kann schon mal mit dem Tieflader losfahren, Fertigbauelemente holen, ne? Also, ist doch alles da. Stehen die schon hier? Ja, alle schon. Ach da, lol, ja. Sind die fast schon schlecht. Okay. Toll, jetzt hat mein Traurig. Jetzt zeige ich das doch nicht. So, bin mal wieder raus und viel Spaß noch. Habt ihr lieb. Macht's gut, tschüssi, ihr Lieben. Oder du. Ich weiß ja, weiß nicht, was der Passi macht. Also rein theoretisch könnten wir, glaube ich, jetzt schon mal noch einen zweiten Kran holen. Weil? Weil gleich bestimmt die Bodenplatten auseinandergepackt werden und dann müssen wir die rauflegen. Ja, können wir einen Mobilkran holen, wa? Ja. Holst du oder soll ich? Ja, ich hole. Der bleibt drin, wie immer. Ne? Habe ich einen draußen? Ne. Was hast du mich über TV laufen, Vanetta? Groß. Passi bleibt drin, wie immer. So, man hört sich. Passi, mach's gut. Tschüssi und nochmal vielen Dank für den verschenkten Sub an Marisa. Oh, was? Trafe? Wäh.
Ich Hälfte ist schon gedeckt oder was? Ja. Echt? Haben sie die Hälfte gedeckt? Ja. Das ist doch kein Kram mehr. Nö. Ja, ich bring dir mal mit, falls wir den nochmal brauchen. Ja, können wir erstmal bei der Seite packen. Können wir das zu den anderen 20 Baumaschinen stellen. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest jeden einzelnen Drahtdings zusammenknipseln. Ja. Und jedes einzelne Stahlrohr da reinlegen. Ja. Alter. Junge, da wärst du ja noch, also da brauchst du ja für so ein Objekt wirklich Jahre. Ja, das dauert dann fast in Echtzeit. Oh. Ups. Aber wenn du hier so einen fetten Unfall baust, der nimmt auch nicht viel Schaden, ne? Nö, das haben wir aber. Das geht doch relativ gut. Und stell dir das mal vor mit realistischen Schadensystemen. Alter. Da werden ja die Karren Dauerschrott. Und wir werden irgendwann, wenn wir fertig sind, keine Häuser mehr, weil alle kaputt sind. Hier. Was ist hier? Ach da. Ja, braucht man Tablet zum Serie gucken. Jetzt, Alter, jetzt hast du mich groß auf dem Fernsehen. Ist das nicht geil? Soll ich nur mich anmachen? Willst du nur mich sehen? Nur dein Gesicht. Wie du deine Haare im Wind schwingst. Ja. Ja. Und dann spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist gelb. Deine Zähne? Ja. Das hatte mal früher eine Freundin von mir gesagt, also eine Bekannte hatte das mal gesagt. Haben wir das gespielt, weil wir auf irgendwas gewartet haben und dann sagt sie, deine Zähne, ich so, Hals, Maul, ey. Der Humor gefällt mir. Dieser Humor ist in unserer Religion normal. Oh, wir haben eine Religion, wie heißt die denn? Also, Punk. ich verstehe. Da wirkst du jetzt wegen gelben Zähne oder wirkst du wegen Großbild? Wahrscheinlich sowohl als auch. Ja, wahrscheinlich. Na, es sind halt ganz normale Raucherzähne. Und Kaffeezähne. Ja, einmal zum Zahnarzt alles wegschreddern lassen und dann. Ja, aber hier Dingsbums da. Professionelle Zahnreinigung nachdenkst du, ja. Ja. Du denkst, du hast neues Gebiss, weil alles so komisch sich anfühlt. Ja, übelst so eklig, oder? Also so am Anfang wurden die ersten. Ich dachte auch mal, bei mir hat ein Zahn gewackelt. Vorne, und das war gar nicht mein Zahn, der gewackelt. Das war ein Stück. Fleisch. Zahnstein. Fleisch. Das war so ein vor drei Wochen. Nur vor drei Wochen drin. Döner. Oh. Großbild. Ja. Komm, ich mach das gleich nur für dich. Kann man das? Das wäre auch schön. Nur für einen bestimmten Zuschauer ein Großbild anmachen. Ich habe letztens beim Arbeitskollegen habe ich in seine Cola blaue Lebensmittelfarbe reingemacht. Das war witzig. Und dann hat er so getrunken, was hat er da gesagt? Alle haben gefeiert, haben ihm nichts gesagt. Also man muss dazu sagen, er hatte Bürotag. Also er hatte keinen, wo er raus musste, weißt du, zu Kunden. Ja. Also zu Patienten. Das so einen Scheiß mag ich ja nicht. Das wäre ja kacke. Ja, ja. Aber wir haben alle gefeiert. Da dachte ich, warum lachen die denn? Dann ist er mal auf Toilette gegangen und konnte hier kommen. Ihr Assis! Ja. Ach, sowas mag ich ja auch sehr gerne. Aber ich habe mein Fett auch weggekriegt. Mein Netter. Warum? Hörst du mich? Ja, wie? Musst dir vorstellen, wir haben bei der Rettungswache Haupteingang, ist oben drüber direkt ein Fenster. Mhm. Und kennst du diese großen, weiß ich nicht, 45 Liter Kisten, die du so zuklappen kannst? Ja, wo Gegenstände rein, die hat der voll mit Wasser gemacht. Oh. Hm? Und die haben sie da von oben runtergekippt, wo du raus bist. Ja.
Alter. Aber ich muss sehen, ich war sehr dankbar, weil es war warmes Wasser. Aber zum Feierabend. Ja, ja, zum Feierabend, genau. Erster schön, Dienst beginnt, zack. Ich hab dann noch gefragt. Das ist Röhren auch egal, der wohnt um die Ecke. Ich hab dann noch gefragt, und wo war das Shampoo jetzt? ja, sowas nehme ich auch im Tumor. Deckenplatten, Bodenplatten, aber die sind doch so riesig. Warum zeigt mir an, dass da noch 9 Stück drauf? 1, 2, 3, ja, okay, doch. Ja, die sind halt ziemlich schmal, ne? Ja, ja, ich dachte gerade. Dünn und sehr, sehr lang. Das alles verdrahten die, das wäre hervorragend gewesen. Hervorragend. So genau mein Ding. Burnout bald nach 13 Stunden Zocken. Der Bunkerbausimulator kommt bald, ne? Der was? Der Bunkerbausimulator. Da musst du sowas ja machen. Da musst du es machen, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.